CD- zurück in das letzte Verzeichnis. In der TC-Shell und der C-Shell gibt es die Variable $OWD, ist auch noch schnell getippt, aber CD- ist viel, viel schneller getippt. In der Bash, Z-Shell und Co. ist es $OLPWD und das auch noch in Großbuchstaben, das ist nur wirklich nicht mehr schnell getippt. Aber eben, CD- funktioniert eigentlich wunderbar. Nur wenn man das irgendwo in einem anderen Befehl verwenden will, wie Echo oder so, muss man halt auf die beiden Variablen zurückgreifen. Ich zeige es gerade nochmal kurz hier. So, CD-Test war das, genau. So, jetzt kann ich auch CD- dann geht er wieder zurück und nochmal CD- und dann geht er wieder ins Testverzeichnis. Das CD- habe ich euch gerade gezeigt. Directory-Stack ist das gleiche nochmal auf Drogen. Weil bei CD- hatten wir jetzt eine Variable, wo das letzte Verzeichnis drin stand. Beim Directory-Stack haben wir einen ganzen Stack, wir haben einen Array von Verzeichnisnamen. Und zwar, wenn ich ein Verzeichnis reinwechsel mit pushd, dann tut er das aktuelle Verzeichnis auf diesen Stack drauflegen und wechselt in das Verzeichnis, das ich als Parameter angegeben habe. Wenn ich das nochmal mache, legt er das Verzeichnis, wo ich zuletzt mit pushd reingewechselt habe, oben auf den Stack drauf, zweite Stelle, und geht in das nächste Verzeichnis. Und popd nimmt er das Verzeichnis runter vom Stack und wechselt rein und dann nochmal popd wechselt, nimmt er das nächste Verzeichnis vom Stack und wechselt da rein. Dann kann ich zum Beispiel zwischen drei Verzeichnissen hin und her wechseln, ohne dass ich sie andauernd tippen muss. Mit DRS kann ich mir diesen Stack auch angeben, ohne dass ich irgendwo hinwechseln muss. Und damit kann ich wunderschön so nach dem Motto, oh, ich muss mal kurz in das andere Verzeichnis und das hat einen elendslangen Namen oder so. Oder das Verzeichnis, in dem ich jetzt bin, irgendwo tief unten in irgendeinem Projektverzeichnis und ich muss mal kurz in mein Home Directory oder so. Und danach will ich nicht nochmal CD irgendwas tippen oder CD- ging auch, aber wenn ich zwischendurch nochmal woanders hin will, geht das CD- schon nicht mehr. Und mit pushd und popd kann ich genau sagen, so und jetzt das Verzeichnis bitte merken. Ich gehe jetzt woanders hin und will da aber nachher wieder zurück hin. Wie lange bleibt das präexistent? Bis zum nächsten Reboot? Solange die Shell offen ist. Okay, das heißt, wenn ich Logout mache, ist es nichts mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du es bei der Bash speichern kannst. Bei der Z-Shell kannst du es speichern. Ja, das macht nämlich Sinn, weil es sind ja oft mal Verzeichnisse, mit denen man tatsächlich arbeiten möchte. Ja. Genau, du kannst, also bei der Z-Shell weiß ich, kannst du das sogar vorladen, also dass du schon mit einem vordefinierten Set von Verzeichnissen in diesem Stack startest. Oder dass du einfach den, den du beim letzten Mal übrig gelassen hast, wieder neu lädst. Ich muss gerade schauen. History, irgendwo gibt es das doch. Dirs, da. Da ist jetzt nicht viel drin, da ist mein Terminkalender drin, okay. Aber man kann es konfigurieren, wo er es speichert. Ich vermute, es heißt .zdirs oder so normal. Also Z-Shell kann das definitiv speichern. Ob sie Bash auch kann, ich weiß es nicht. Müssten wir die Doku mal anschauen. Ist durchaus nützlich. Ich muss zugeben, ich nutze es weniger. Weil ich benutze es wirklich bloß in der aktuellen Session. Aber man kann durchaus das vorfüllen. Macht vor allem auch dann Sinn, wenn man dieses Feature hier nutzt. Und zwar, man kann im Stack rotieren. Also mit pushd plus 1 in die eine Richtung, mit pushd minus 1 in die andere Richtung rotieren. Er tut dann einfach sozusagen das unterste vom Stack ganz nach oben nehmen oder das oberste ganz nach unten schieben und wechselt auch entsprechend. Das machen wir das mal mit dem Durchrotieren auf der Shell hier als Beispiel. Wir müssen eine ganze Menge Push-Ds tippen. Push-D, Fu. Bar. Und noch irgendwie Fasel. So, jetzt sage ich Push-D plus 1. Und jetzt bin ich im Bar. Jetzt hat er das Fasel nach hinten geschoben. Und wenn ich jetzt nochmal pushd plus 1, dann komme ich ins Fu hier. Und er rotiert das Bar hier hinten hinter das Fasel. So. Und so kann man wunderschön durch die Verzeichnisse durchrotieren. Und es geht halt auch in die andere Richtung. Mit minus 0 rotiert er in die andere Richtung 1 durch. Jetzt müsste gleich das Bar nach vorne kommen. Okay. Was passiert, wenn man ein Verzeichnis zweimal hinzufügt? Ist das dann zweimal auf dem Stack? Habe ich schon beides erlebt, ist glaube ich eine Einstellungssache. Probieren wir es doch einfach mal aus. Also pushd Punkt Punkt Fu ist schon dabei. Also hier ist es jetzt zweimal drin. Ich habe aber auch schon erlebt, dass er dann, kann sein, dass es in der Z-Shell ist, dass er da dann den Stack so in die Richtung hin rotiert oder so. Aber ich vermute, dass man es auch irgendwo konfigurieren kann. Aber das, sag mal, das ist jetzt das Verhalten, wo ich auch erwarten würde, erstmal. Das andere ist, wenn man es für nützlich hält, ja. Gut, so viel Dirs. Ja, Dirs hatte ich schon gezeigt, genau.
Hat das nicht auch noch irgendwelche Optionen? Da tut er jetzt die Tilde nicht verwenden mit dem L und es gibt auch irgendeine Option, wie er es in... Ah, genau, das hier. Da siehst du wirklich, dass es sozusagen ein Stack ist. Ja, es ist besser lesbar, finde ich einfach.